nichts. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die aus zwei Teilen besteht. Und ich möchte schon mal vorwarnen, der erste Teil von der Predigt ist viel länger wie der zweite Teil. Aber er hat zwei Teile. Weil manchmal ist es ja so, wenn man in Gottesdienst kommt und die Predigt ist so ein bisschen langweilig und der Pastor sagt, ja okay, wir haben heute 3 Punkte oder 4 oder 5. Und nach dem ersten Punkt denkst du schon, ich will eigentlich hier raus. Dann ist es gut zu wissen, dass der erste Punkt heute sehr lang ist. Und der zweite Punkt sehr kurz. Also wenn es langweilig wird und du denkst dir, ach du meine Güte, wenn der zweite Punkt auch so lang wird, dann schlafe ich wirklich ein, dann möchte ich dir schon mal Mut machen. Er ist nicht so lang. Wer ist denn überhaupt schon mal eingeschlafen im Gottesdienst mal? Outet euch mal. Okay. Ihr anderen nicht, ne? Ich bin auch schon im Gottesdienst eingeschlafen. Besonders, wenn es am Schluss zum Beten geht. Ne? Endlich sagt jemand, jetzt darf man beten, dann kannst du die Augen zumachen und keiner, wenn die so von alleine schon. Okay, anyways. Wir haben ein Abenteuer gestartet vor einer Woche, wo wir uns reingestürzt haben in dieses Thema, das Leben nach dem Tod aus einer christlichen Perspektive. Wir haben uns 9 verschiedene Fragen aufgeschrieben, die wir gerne beantworten möchten, über 4 Sonntage hinweg, die alles so ein bisschen sich um dieses Thema dreht, Leben nach dem Tod. Letzte Woche hat der Gernot uns mitgenommen, ganz am Anfang, und so eine kleine Perspektive gegeben, was denn glauben denn andere Menschen auf dieser Welt, die keine Christen sind, was kommt nach dem Tod, wenn überhaupt was kommt, wie sieht das aus? Ich habe letzte Woche versucht, die Frage zu beantworten, wo denn die Toten jetzt sind, jetzt, wenn sie dann sterben. Und der Gernot hat dann nochmal abgeschlossen, um die Frage zu beantworten, wie sieht denn der Himmel aus? Heute möchte ich die Frage 3 und 4 mit euch beantworten, die da wären. Achtung, was werden wir im Himmel machen? Die erste Frage, große Teil. Und die zweite Frage, heute Morgen, die ich beantworten will, ist, werden wir Freunde und Verwandte wiedersehen? Ist das gut? Ja? Sehr gut. Ich habe eine Frage an euch alle, ihr darfst gerne reinrufen. Was war das denn das Verrückteste und Abgefahrenste, was du jemals gegessen hast? Eine Qualle? Max hat mal eine Qualle gegessen. Wer hat nochmal was Verrücktes gegessen? Skorpion, okay. Oder so frittierte Kakerlaken im Thailand-Urlaub oder so? Anybody? Auf dem Stick? Leute, ist mit einer Kakerlake drin, okay. Qualle interessiert mich mal, ganz kurz. Max, wie schmeckt eine Qualle? Ah ja, du hast eine Qualle, Jakob. Wie Kaugummi mit Knorpel. Okay, so schmeckt Qualle. Und wie... Micha, wie schmeckt der Skorpion? So ein bisschen dreckig, aber beschreib mal ein bisschen. Nicht sehr gewürzt, aber gibt es da irgendwie, was man so aus unserer normalen Welt, wie kann man das vergleichen kann? Tatsächlich nicht? Okay, sehr gut. Ich habe die Frage gestellt, weil mit Gott ist es manchmal ein bisschen ähnlich. Ich habe mal wieder mein Tablet mitgebracht. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir hinter den Vorhang schauen möchten, was kommt. Wenn wir nachdenken möchten, wie sieht denn eigentlich Gott aus oder wie ist eigentlich Gott? Gibt es da etwas, was wir wissen müssen? Und zwar ist es so, dass die Welt, in der wir leben, das sind die Kontinente, und dass Gott, dass wir und Gott in 2 unterschiedlichen Welten erstmal irgendwie unterwegs sind. Und alles, was wir von Gott wissen, ist, weil Gott sich uns offenbart. Du kannst nur so viel von Gott wissen, wie er bereit ist, sich zu offenbaren. Alles andere ist immer noch hinterm Vorhang. Und wenn Gott manchen Menschen den Einblick geschenkt hat in die übernatürliche Welt, in das hinein, wo Gott ist und wie Gott ist und was er macht und auch das Leben nach dem Tod, dann ist das nur, weil Gott bereit war, den Menschen das zu offenbaren. Und wenn wir jetzt die Bibel lesen, ist es eben wichtig, weil das ist ganz oft eben, wie jetzt der Jakob das beschrieben hat, mit der Qualle. Ich frage den Jakob, Jakob, wie schmeckt die Qualle? Aus meiner Perspektive, von meiner Welt, weil ich war in dieser quallenessenden Welt noch nicht. Jakob war schon da, ich noch nicht. Jetzt beschreibt der Jakob, das schmeckt wie, und jetzt benutzt er 2 Begriffe, die aus meiner Welt kommen, Kaugummi mit Knorpel. Da kann ich was mit anfangen. In meiner Welt gibt es Kaugummi, in meiner Welt gibt es Knorpel, in meiner Welt gibt es keine Quallen zu essen. Das ist wie.
Ähnlich wie mit den Skorpionen, ne? Michi hat keine Worte gefunden, die aus unserer Welt sind, wo er irgendwie beschreiben kann, wie schmeckt ein Skorpion. Okay, dreckig, knusprig. Also das kennen wir schon, aber irgendwie diese Geschmack, ne? Diese Geschmackswelt, die kennen wir nicht. Und so ist das auch mit Gott. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es ganz oft so, dass die Menschen etwas anfangen zu beschreiben, was sie sehen, aber mit Worten aus ihrer eigenen Welt. Damit wir mit dem connecten können. Jetzt ist die Bibel ja vor 2000 Jahren oder länger geschrieben worden. Da wird es dann auch für uns manchmal ein bisschen confused, weil die Welt von damals auch nicht mehr die Welt von heute ist. Also wenn vielleicht der Johannes, ich habe mir das letzte Woche überlegt, wenn es in der zukünftigen Welt zum Beispiel Helikopter geben würde und der Johannes hätte einen Helikopter gesehen, wie beschreibt jetzt der Apostel Johannes einen Helikopter? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil so eine fliegende Maschine im Himmel gab es halt zur damaligen Zeit nicht. Und er probiert es jetzt zu beschreiben mit Worten aus seiner Welt. Wenn wir also jetzt weiter vorwärts gehen, in dem, was ich euch heute sagen möchte, dann ist das manchmal ganz oft wie. Da werden Dinge beschrieben, die aus einer anderen Welt kommen, mit Worten, die aus unserer Welt kommen. Was werden wir im Himmel machen? Der David Lloyd George, der hat mir ein ganz tolles Zitat rausgehauen, der hat Folgendes gesagt. Und zwar sagt er, als Junge versetzte mich der Gedanke an den Himmel mehr in Schrecken als der Gedanke an die Hölle. Ich stellte mir den Himmel als Ort vor, an dem es ständig Sonntag ist, mit unaufhörlichen Gottesdiensten, aus denen es kein Entrinnen gibt. Da war nie bei Treffpunkt Leben, ne? Das könnt ihr nicht. Wir haben letzte Woche festgehalten, dass es nach dem Tod, und die Predigten bauen ein bisschen aufeinander auf, dass es einen Zwischenzustand gibt. Dass wir auf der Durchreise sind und auf der Durchreise einen Zwischenstopp machen in diesem Zwischenzustand, den Zwischenhimmel und die Zwischenhölle. Und bevor ich jetzt die Frage beantworte, was werden wir im Himmel machen, will ich ganz kurz mit euch die Frage beantworten, was machen wir denn auch noch im Zwischenhimmel? Weil auf dem Weg zum Himmel, der dann kommt, gibt es auch noch Dinge, die wir im Zwischenhimmel machen werden. Ich werde es euch kurz hier aufschreiben. Das allererste, was wir in diesem Zwischenhimmel machen, ist, dass wir werden beten. Es gibt in der Offenbarung 6 eine ganz tolle Textstelle, die uns einen guten Einblick gibt, was machen wir in diesem Zwischenzustand im Himmel. Da werden wir beten. Finde ich einen schönen Gedanken. Dass wir zwar mit Jesus sind, aber wir werden immer noch Jesus Dinge bitten, dass er tut. Im Zwischenhimmel haben wir immer noch Hunger nach Gerechtigkeit. Wir sind noch auf der Zwischenreise. Wir beten noch für Dinge, dass Jesus Dinge tut und wir sind im Austausch mit Jesus. Also im Zwischenhimmel, wenn du was machen wirst, dann ist es auch beten. Wenn du jetzt jemand sagst, hey, im Beten gehe ich immer total auf, dann ist das wahrscheinlich eine gute Nachricht für dich. Was wir noch machen werden im Zwischenhimmel, das zweite ist, wir werden warten. Warum werden wir warten? Weil der Himmel ja noch nicht da ist. Der Himmel fängt dann an, wenn Jesus wiederkommt, bei seiner zweiten Wiederkunft. Jesus ist ja schon mal auf die Welt gekommen. Jesus kommt noch mal auf die Welt und dann fängt der Himmel an. Und solange Jesus noch nicht auf diese Welt gekommen ist, und er ist bis jetzt heute noch nicht wiedergekommen zum zweiten Mal, werden wir warten, bis Jesus wiederkommt. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle News. Wenn du heute stirbst und du kommst in den Zwischenhimmel, falls du Jesus Christus kennst, dann wirst du warten. Das bedeutet aber auch, einmal, dass es Zeit gibt und Raum gibt. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, du wirst dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Come on. Hä? Das alleine schon ist Belohnung genug. Du wirst dabei sein, wenn ihr wiederkommt, wenn die letzte Posaune klingt und dann Jesus sagt, jetzt geht's los. Come on, packt eure Sachen ein. Wir gehen jetzt wieder auf die Erde. Dann wirst du dabei sein. Vielleicht kommst du schon runter, dein Enkelkind ist gerade irgendwie auf dem Weg in die Schule. Und ne, also irgendwie, das wird ein Lohn für uns sein, dass wir gemeinsam mit Jesus, die Menschen, die Jesus hier auf der Erde kennen, dass sie mit Jesus auf diese Erde kommen werden. Wir warten auf die Erfüllung der Versprechen vom Herrn Jesus. Und das Dritte, wir feiern. Es heißt nämlich in der Bibel in Lukas 15, da sagt Jesus, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Von welchem Himmel spricht der Jesus? Nicht von dem, der kommt. Weil im Himmel werden sich die freuen, die auf der Erde
noch dieses Geschenk der Gnade annehmen. Die sagen, ja, ich glaube auch an Herrn Jesus Christus. Ja, ich weiß, ich habe Sünde, aber ich weiß, ich kann nichts machen. Ich verberge mich im Kreuz. Diesen Menschen gibt Gott das Recht, seine Kinder zu werden. Und dann heißt es hier im Bibeltext, Jesus sagt, es wird Freude im Himmel sein. Es ist der Zwischenzustand, da wird Freude sein. Die Leute werden sich freuen, weil gerade auf der Erde jemand zum Glauben gefunden hat. Und weil es ja konstant passiert. Es ist ja nicht so, dass nur 2-3 Leute im Jahr zu Jesus Christus finden, ne? Das sind 2-3 Leute jede Sekunde, die zum Herrn Jesus finden, weltweit. Das bedeutet, auch im Himmel ist ein konstantes Grundgrummeln der Freude da. Wenn man das vielleicht so beschreiben könnte. Okay, was machen wir also in diesem Zwischenhimmel? Mindestens 3 Sachen. Wir beten, wir warten und wir feiern. Schon mal nicht so schlecht, ne? So, lass uns vorwärts machen, einen Gang hochschalten. Was machen wir dann im Himmel? Ich habe 3 Bibelstellen mitgebracht, die will ich gerne vorlesen. Die beschreiben jetzt das, was auf uns zukommt. Und da möchte ich einfach nur mal etwas unterstreichen, nämlich, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. In Jesaja heißt es, alles, sagt Gott, mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Gott sagt nicht, dass wir uns nicht mehr daran erinnern werden, was hier auf der Erde war. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Sondern er sagt, keiner wird sich mehr daran zurücksehnen, dass es hier einen Fluch auf dieser Erde gab. Dass es hier Traurigkeit gab und Schmerz gab und Sünde gab. Daran werden wir uns nicht mehr daran erinnern. Dann heißt es im Neuen Testament, dann im 2. Petrus, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und in Offenbarung 22, Vers 1 heißt es dann, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Ich würde gerne euch noch was aufzeichnen. Manche Leute denken, dass der Himmel und dass die Erde, dass sie keine Berührungspunkte miteinander haben. Das ist der Himmel und das ist die Erde und die haben nichts miteinander zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es so, dass der Himmel und dass die Erde tatsächlich Berührungspunkte miteinander haben. Und zwar nicht zu wenige. Ganz, ganz am Anfang, als Gott die Welt erschaffen hat, da war das fast, als ob Himmel und Erde deckungsgleich sind. Als die Sünde dann in die Welt kam, lesen wir aber, dass es mindestens einmal eine Berührung gab, und zwar eine relativ temporäre, als das Volk Israel den Tempel gebaut hat. Und im Tempel war die Herrlichkeit Gottes. Die war hier auf der Erde. Gott hat mitten unter den Menschen gelebt. Himmel und Erde haben sich miteinander berührt. Wenn wir weiterschauen, dann man könnte über viele Sachen nachdenken. Man kann natürlich über Jesus Christus nachdenken. Als Jesus auf der Welt war, 100% Mensch, 100% Gott, dann hat sich der Himmel und die Erde überschnitten. Wenn wir darüber nachdenken, über unser eigenes Leben, und wir sind ja hier eine Pfingstgemeinde, wir glauben daran, dass der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen wurde über die Erde. Und ich will euch was fragen, also der Heilige Geist ist schon himmlisch, ne? Also, und wenn wir daran glauben, was in der Bibel steht, nämlich, dass der Heilige Geist in den Menschen wohnt, die jetzt Kinder Gottes sind, dann ist in deinem eigenen Leben ein großer Berührungspunkt zwischen Himmel und Erde. Himmel und Erde sind nicht so weit auseinander, wie wir das denken. Ich könnte jetzt hier auch noch Schöpfung hinschreiben, ich schreibe mal Schöpfung hin. Klar ist die Schöpfung eine gefallene Schöpfung, sie liegt in den Wehen und sie ächzt und sie ist unter dem Fluch, genauso wie wir auch. Aber auch die Schöpfung hat in ihrer DNA himmlische Anteile. Warum? Weil es im Himmel auch wieder eine Schöpfung geben wird. Wenn wir jetzt weiterdenken, wo wir sagen, es gibt mal einen Himmel, der neu ist, dann sieht das vielleicht so aus. Oh, dann habe ich das weggemacht. Dann nochmal. Der Himmel und die Erde. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird der Himmel und die Erde ineinander übergehen. Und das, sagt die Bibel, ist der neue Himmel und es ist die neue Erde.
Die beiden werden deckungsgleich sein. Und jetzt ist die Frage, was machen wir im neuen Himmel und was machen wir auf dieser neuen Erde? Ich habe drei Sachen mitgebracht, die ich finde, die wichtig sind, die man hier rausgreifen sollte, die man auch gut auf unser jetziges Leben anwenden kann. Ich muss euch wirklich sagen, die Predigtvorbereitungen sind schwierig zu dem Thema. So viel Zeug, so viele Meinungen, so viele unterschiedliche Dinge und so viel Material, wo man eigentlich halt einen Lehrabend machen müsste. Ne? Aber eine Predigt soll ja inspirativ sein, sonst schläfst du ein. Wir sind ja noch beim ersten Punkt, wir haben ja zwei, der erste ist länger, der zweite ist kürzer, don't worry. Muss irgendwie inspirativ sein, ne? Was mit deinem Alltag zu tun haben. Und ich glaube, wir kommen jetzt gleich dazu. Was machen wir jetzt also im Himmel, in der neuen Erde und im neuen Himmel? Die Bibel sagt mal ganz klar etwas, nämlich es wird kein Leid in diesem Ort geben. Kein Warten, auch kein Bitten, dass endlich Gerechtigkeit kommt. Es wird kein Leid geben, kein Fluch, keine Sünde. Nichts mehr. Freude, erlöster Zustand. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 3, nichts wird wieder unter dem Fluch stehen. Ist einmal ein Zustand, aber auch, was dann von der Chronologie her im Himmel sein wird. Nichts wird mehr unter dem Fluch stehen. Niemals. Keine Krankheit. Keine Tränen. Kein Mobbing. Kein Fluch mehr da. Das Zweite, was wir lesen, ist, dass wir Erben werden. Schreib das mal hier auf, für die, die mitschreiben. Matthäus 25, Vers 34 und im Römer 8, Vers 13. Da heißt es, sagt Jesus hier, er macht ein Gleichnis über die zukünftige Welt, über den Himmel. Und dann sagt er, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlagen der Welt. Paulus sagt, wir sind Erben Gottes und Miterben von Christus. Wir werden im Himmel unser Erbe antreten. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Ne? Diese Terminologie hat auch was nachher mit Erbschaft zu tun. Vielleicht denkst du, dass du eh nie was erben wirst, bevor ich Marcelane geheiratet habe, habe ich mich erkundigt, ob man auch Schulden erben kann. Wir werden im Himmel unser Erbe antreten, ein Königreich erben. Wir werden Dinge von Gott bekommen. Das ist schon alleine, finde ich, einen unglaublich tollen Gedanken. Ich glaube, jeder erbt gern. Ich glaube, die Generation jetzt, die am meisten erbt, ne? Wenn man auf einmal nicht eine zweistellige Nummer auf seinem Konto hat, sondern irgendwie eine fünfstellige Nummer auf seinem Konto, natürlich schon eine tolle Sache, ne? Amen. Wir werden im Himmel noch mehr erben, wie ein paar Nummern. Das Dritte, was wir im Himmel auch machen werden, und das ist jetzt total wichtig, ist, wir werden herrschen. Ich sage jetzt gleich ein paar Sätze da dazu. Ich schreibe es euch nochmal auf. In der Offenbarung 22, Vers 5, im Lukas 22, ab Vers 29 und dann nochmal in Matthäus 25. Da heißt es hier in der Offenbarung, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. So wird der Himmel beschrieben. Der Himmel wird beschrieben mit Herrschen in Lukas 22 und ich übergebe euch ein Königtum, wie es dir mein Vater übergeben hat. Matthäus 25, treue Diener, über wenig bist du treu gewesen, über viel werde ich dich einsetzen. Wir werden im Himmel herrschen. Jetzt ist es einmal so, wenn wir nur verstehen würden, dass der Himmel kein Zustand ist, sondern dass der Himmel tatsächlich ein gegenständlicher Ort ist, dann würden wir auch diese Welt, in der wir jetzt schon drin leben, mit anderen Augen betrachten. Der Himmel ist nämlich gar nicht so weit weg von dem, was Gott hier uns schon gegeben hat. Die Bibel benutzt selber ganz oft diese Wörter, die darauf hindeuten. Die Bibel spricht zum Beispiel ganz oft von versöhnen, erlösen, wiederherstellen, heilen, zurückkehren, erneuern, umgestalten, auferstehen. Und im Griechischen werden alle diese Verben mit einer Präposition versehen, die Anna heißt. Und die heißt so viel wie etwas in diesen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Erlösung zum Beispiel bedeutet einfach nur etwas zurückkaufen, was man schon früher besaß. Und so wird Gott die Schöpfung erlösen, uns erlösen, einfach wieder zurückkaufen, was er früher schon besaß und in den ursprünglichen Zustand zurückersetzen. Wenn wir einen Einblick haben möchten, wie der Himmel denn aussieht, braucht man die Bibel einfach nur aufschlagen, ganz am Anfang. Die ersten drei Kapitel. Da schafft Gott die Welt. Und dann schafft Gott den Menschen. Und dann lebt Gott mit den Menschen auf dieser Welt.
Und dann gibt Gott diesen Menschen einen Auftrag, nämlich zu herrschen, bebauen und bewahren. Und Gott war trotzdem mitten unter ihnen. Ich sage das oft zu meinen Kindern, wenn die sagen, Papa, warum musst du arbeiten gehen? Dann sage ich, weil Gott es so will. Nicht, weil ich Geld verdienen muss, damit ihr was zu essen habt, sondern weil Gott es so will. Das ist eine andere Perspektive. Du bist geschaffen worden von Gott, auch um zu arbeiten, um zu herrschen. Ich würde gerne Folgendes mitnehmen für deinen Alltag heute. Wenn im Himmel es darum geht, dass du herrschen sollst, herrschen bedeutet Verantwortung übernehmen, Macht ausüben. Und Macht ausüben oder Macht an sich selber ist erstmal etwas ganz Neutrales. Macht an sich selber ist ja nichts Schlechtes. Macht kann man missbrauchen, aber Macht kann man auch gebrauchen, um etwas zu blühen zu bringen. Du kannst Macht missbrauchen, um etwas zu unterdrücken und ne? Das kennen wir ja alle, wir hatten ja in unserer deutschen Geschichte Menschen, die ihre Macht missbraucht haben. Aber Macht an sich selber ist ja keine Person, die ist erstmal neutral. Mit Macht kann man aber auch etwas zum Aufblühen bringen. Also wenn Gott sagt, ihr werdet herrschen über die Schöpfung vom neuen Himmel und der neuen Erde, dann würde ich dir vorschlagen, fang doch jetzt schon an zu herrschen, Verantwortung zu übernehmen und Macht auszuüben in dem Sinn, dass du etwas zum Blühen bringst. Deine Ehe zum Blühen bringst, deine Kindererziehung zum Blühen bringst, deine Freundschaften zum Blühen bringst, deine Studiums-Masterarbeit zum Blühen bringst, ne, dass du deine Freunde zum Blühen bringst, dass du das, was du von Gott bekommen hast, nämlich zu herrschen, einsetzt, um Dinge zum Blühen zu bringen. Wenn wir jetzt im Himmel sind, dann sind wir befreit vom Fluch der Sünde. Dann werden wir in Frieden zusammenleben und dann wird die Macht, die wir als Menschheit auf die neue Schöpfung ausüben, nur positiv sein. Die Dinge werden unter unseren Händen aufblühen und schön werden. Das Zweite, was ich denke, was wir mitnehmen können, ist, nimm dein Erbe jetzt schon in Anspruch. Hey, wenn wir nachher was erben werden, kannst du jetzt aber dein Erbe auch schon anfangen in Anspruch zu nehmen, weil dein Erbe ist auch ein geistliches Erbe, Autorität und Vollmacht auszuüben in dieser Welt. Die Sprache, die du gebrauchst, die Gebete, die du sprichst, benutz sie und üb die Vollmacht aus, die du schon hast in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Leb in dieser Autorität, auch über deine Gefühle, über deine Emotionen. Und das Dritte ist, finde ich, was schön ist, ist, dass du in dieser Hoffnung leben darfst. In dieser Hoffnung leben darfst. Und Hoffnung ist nichts für Schwache. Du darfst in der Hoffnung leben. Es wird einmal ein Tag kommen, da stehe ich vom Herrn Jesus Christus. Und dann werde ich anfangen zu herrschen und es wird kein Fluch mehr sein, keine Träne mehr sein. Gott wird alles heilen. Jede einzelne Krankheit wird Gott heilen. Vielleicht nicht hier auf dieser Welt, aber spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen. Und diese Hoffnung, auch wenn die Sachen in deinem Leben vielleicht auch wirklich schwierig sind und es scheint keine Silberstrafe am Horizont, Gott wird allen Fluch abschaffen. Und ich glaube, diese Hoffnung darf unser Herz erfüllen mit Freude. Also ich finde es super. Amen. Ich habe mir aufgeschrieben, was ist befriedigender und eindrucksvoller, einen Marmorkuchen zu essen oder selber einen zu backen und ihn dann essen? Gestern haben meine Kinder, wir waren arbeiten in der Gospel Tribe Base, in so einem Haus, wo wir umbauen. Und dann kamen da meine Kinder, Papa, wir haben die Muffins gebacken, die du gerne hast, die bunten. Und haben sich total gefreut und sind mit ihrem Tablett reingelaufen und ich so, boah, mega gut, ich mag die Muffins wirklich. Sie haben sich gefreut. Ich glaube, die Freude selber, die Muffins gebacken zu haben und an ihren Papa gedacht zu haben, hat ihnen mehr Freude bereitet, wie zum Supermarkt zu gehen und halt diese vorgefertigten Muffins zu kaufen. Und ich glaube, im Himmel wird es auch so sein, wir werden im Himmel Dinge erschaffen dürfen, die uns Freude bereiten. Wir werden Gott anbeten, auf gar keinen Fall. Aber Anbetung ist nicht nur Gesang, meine Lieben. Anbetung ist nicht nur Gesang. Anbetung und Musik ist ein Teil von der Anbetung. Ein Teil vom Kuchen. Und der Kuchen heißt Gott verherrlichen, ihm die Ehre zu geben. Und wir verherrlichen Gott, wenn wir unseren rechtmäßigen, für uns bestimmten Platz in seiner Schöpfung einnehmen und dort Herrschaft ausüben. Da ist Musik ein Teil, aber nicht nur alles. Also wenn du auch immer diesen Gedanken hattest, oh meine Güte, hey, im Himmel muss ich 24/7 vor Gottes Thron stehen und heilig, 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 heilig singen. Habe ich da jetzt wirklich Lust drauf? Dann würde ich dir sagen, du wirst vor Gottes Thron stehen und heilig, 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 heilig singen, aber nicht nur.
Ich bete ja immer und sage, Gott, also im Himmel, ich habe ja meine Vorstellungen, ne? Ich sage immer, Gott, im Himmel, ich brauche eine Werkstatt. Sag ich ihm dann immer. Und ich weiß auch schon, welche Werkzeuge ich haben will, von welcher Marke und so, ne? Ich meine, man kann sich hier alles wünschen. Und weil ich daran glaube, dass der Himmel ein gegenständlicher Ort ist, wo Gott Freude daran hat, dass ich Dinge erschaffe, dann kannst du auch, es hat auch noch andere Dinge in meinem Himmelshaus, außer eine Werkstatt. Aber erzähle ich euch mal anders. Okay. Also wenn Anbetung bedeutet, nicht nur Gesang, dann will ich dir auch noch sagen heute Morgen, dann fang doch auch an, deinen Platz einzunehmen in der jetzigen Schöpfung, auch wenn sie gefallen ist, um Gott anzubeten. In deiner Arbeit, in deiner Kindererziehung, in deinem Engagement im Sportverein, in dem Dienen in deiner Ortsgemeinde, beim Blumengießen für die alte Nachbarin, das ist auch Anbetung, wenn es dein Platz ist. Lass uns mit diesem falschen Konzept von Anbetung ist gleich Musik aufhören. Ich habe mir hier noch einen intelligenten Satz aufgeschrieben, der kommt nicht von mir. Da heißt es, wir werden die Schönheit der Erde nicht gegen die Schönheit des Himmels einfach eintauschen, sondern die Schönheit der Erde behalten und noch eine beeindruckende Schönheit erhalten. Im tiefsten Sinne ist das Heimat. Gott wird nicht diese Welt einfach mit allem, was er geschaffen hat, in den Mülleimer schmeißen und dann irgendwas ganz Nicht-Materielles erschaffen, sondern wie ich das vorher gezeichnet habe, dass es hier eine Symbiose geben wird. C.S. Lewis beschreibt es in seinem Buch Narnia folgendermaßen. Im letzten Buch, Der letzte Kampf, kommen jetzt die Narnianer, das ist ja so eine Welt, die kommen jetzt ins neue Narnia, das ist der neue Himmel. Und ganz poetisch und richtig schön beschreibt jetzt das Einhorn in dieser Geschichte, etwas, wo ich finde, dass es lohnt sich hier zu sagen. Und zwar heißt es hier, C.S. Lewis schreibt, das Einhorn fasste zusammen, was jeder fühlte. Mit dem rechten Vorderfuß stampfte es auf den Boden, wieherte laut und rief dann, nun bin ich doch noch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat, hierher gehöre ich. Nach diesem Leben habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt. Aber das wusste ich bis jetzt noch nicht. Warum liebten wir das alte Narnia? Weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land hier aussah. Diese Welt, in der wir leben, ist ein Schattenreich von dem, was kommen wird. Aber es wirft den Schatten von dem, was kommen wird. Der Himmel und die Erde, die passen sehr gut zusammen. Nämlich in Jesus sehen wir dasselbe. 100% Gott, 100% Mensch. Und Jesus vereint diese beiden Sphären wunderbar miteinander. Schon von Anbeginn der Zeit war das ja der Plan von Gott, bei den Menschen zu sein. Und ich glaube auch, dass der auferstandene Jesus ein ganz tolles Beispiel ist, was uns erwartet. Jesus ist nicht nur der Erste unter vielen, der von den Toten auferstanden ist und ganz viele andere ihm nachfolgen. Jesus ist auch der Erste unter vielen, nach der Auferstehung, mit einem Körper herumgelaufen ist. Und die Leute haben ihn erkannt. Ich mache jetzt langsam den Übergang zum zweiten Punkt. Werden wir nämlich Familie und Freunde wiedersehen. Und ich würde ganz anfangen gerne, um die Frage zu beantworten, gerne mit so einem christlichen Mythos aufräumen, wenn wir schon heute dabei sind, ne, ein paar Giants abzuschneiden. Und zwar hat mir das diese Woche wieder jemand an den Kopf geworfen, der hat gesagt, weißt du, Philipp, im Himmel, da werden wir nur Jesus schauen. Und was er damit sagen wollte, war, wir machen nichts anderes, wie Jesus anschauen. Come on, ey. Also, das ist falsch. Das hört sich fromm und gut an, das ist aber nicht zu Ende gebracht und entspricht doch nicht dem biblischen Zeugnis. Wenn wir nur Jesus schauen würden, also wenn wir uns nur auf ihn konzentrieren könnten, beziehungsweise konzentrieren sollten, dann wäre die Antwort auf die Frage, sehen wir unsere Freunde und Verwandten im Himmel wieder? Nein. Braucht es ja dann gar nicht, weil wir schauen ja nur Jesus an. Gott hat vom Anfang an der Schöpfung alles gut gemacht. Er hat die Welt erschaffen, dann hat er den Menschen geschaffen und dann war Gott mit dem Mensch Adam im Garten Eden. Keine Sünde, kein Fluch, alles toll. Gott war mit dem Menschen und dann sagt Gott etwas Interessantes. Gott sagt dann, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemand schaffen, der ihm auf Augenhöhe begegnet. Und so schafft Gott Eva. Gott hat den Menschen erschaffen, dich und mich, für Beziehung. Natürlich für eine Beziehung mit ihm, aber auch für eine Beziehung mit anderen Menschen.
Es ist etwas Himmlisches, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben. Und so wird es auch im Himmel sein. Weil schaut mal, ich habe mir aufgeschrieben, wir Menschen sind Individuen. Und wenn wir nicht lieben können, uns nicht erinnern können, sind wir nicht wir selber. Natürlich wird Jesus das Zentrum sein vom Himmel. Natürlich wird Jesus der Mittelpunkt sein vom Himmel. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen aneinander und miteinander. Wir stehen nicht in Konkurrenz, meine Ehefrau, meine Kinder stehen nicht in Konkurrenz zu Jesus. Wir dürfen teilhaben gemeinsam an Jesus. Und so wird es auch im Himmel sein. Wir werden gemeinsam vor Jesus stehen. Und wir dürfen gemeinsam uns an Jesus freuen mit anderen Menschen. Werde ich Familie und Freunde wiedersehen? Einmal glaube ich, natürlich werden wir im Himmel uns wiedersehen. Aber die Frage vielleicht, um ganz grob zu beantworten, könnte man auch sagen, ja und nein. Wirst du deine Freunde und Verwandte im Himmel wiedersehen? Es kommt nämlich darauf an, wie ihr in diesem jetzigen Leben euer Leben lebt. Schau mal, der Weg zum Himmel ist frei, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Jesus ist die Eintrittskarte zum Himmel. Und alle, die ihr Vertrauen in dieser Weltzeit auf Jesus Christus setzen, die haben Zugang zum Himmel. Sündhafte Menschen kommen nicht in den Himmel. Menschen, deren Sünden nicht vergeben sind, kommen nicht in den Himmel, weil im Himmel wird es keinen Fluch geben. Da müssen Menschen sein, deren Sünden vergeben sind. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir an Jesus Christus glauben. Und wenn du nun, und ich hoffe von Herzen, du hast das schon, wenn nicht, dann werde ich dir gleich die Möglichkeit dazu geben. Und wenn du nun dein Vertrauen und deine Hoffnung auf Jesus setzt, dann verspricht dir Gott, dass du mal bei ihm sein wirst. Dann wirst du bei ihm im Himmel sein. Wenn du jetzt nicht an Jesus glaubst, dann wirst du an einen Ort kommen, wo auch Gott nicht ist. Wenn du mit Gott nichts zu tun haben willst in dieser Welt, dann wirst du auch in der zukünftigen Welt nichts mit Gott zu tun haben. Und dann wirst du an einem Ort sein, wo Gott nicht ist. Und dieser Ort, das ist die Hölle. Da ist Gott selber nicht. Wenn also dein Ehemann oder dein Papa, deine Oma, deine Kinder, deine Freunde in diesem Leben dieselbe Entscheidung getroffen haben wie du, dann wirst du am gleichen Ort sein, wo sie sind, nämlich entweder im Himmel oder aber auch in der Hölle. Und im Himmel kann ich dir sagen, in der Hölle weiß ich das nicht, im Himmel kann ich dir sagen, dass wir gemeinsam uns wiedersehen, gemeinsam uns wieder erkennen. Wir erben gemeinsam, wir bauen gemeinsam, wir bewahren gemeinsam, wir herrschen gemeinsam, wir beten gemeinsam an, wir feiern, essen, trinken, singen und tanzen. Und natürlich werden wir uns wiedererkennen, weil wir sind im Himmel ja nicht dümmer wie jetzt. Na, ich weiß ja, dass es der Jakob ist, ich kenne den ja. Warum soll ich den im Himmel nicht wiedererkennen? Ich weiß, dass es die Andrea ist. Ich kenne die ja. Natürlich weiß ich, dass die Andrea... Ne, hier. Natürlich, ich kenne euch ja. Ich kenne euch ja, wenn ich euch jetzt wiedererkennen kann. Mit meiner begrenzten Kapazität, ne? Also, wieso soll ich euch im Himmel dann nicht wiedererkennen? Natürlich will ich euch im Himmel wiedererkennen, Max. Wir werden uns sehen. Und ich werde, das ist der Max. Der sieht nicht so aus wie jetzt. Ne? Aber wir werden ihn erkennen. Das ist der Max. So wie im Berg der Verklärung Jakobus, Petrus und Johannes wussten, das ist Elie und das ist Mose. Die waren ja schon im auferstandenen Zustand, aber die wussten das einfach. Ne? Ich weiß, wenn der Markus vor mir steht im Himmel, ist der Markus. Ne? Ich weiß das, dass der da ist. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich würde nächste Woche gerne noch mehr auf die Frage eingehen, ob wir einen Körper im Himmel haben werden, wie der aussehen wird und warum. Aber ich glaube, um die heutige Frage, ob wir Freunde und Verwandte im Himmel wiedersehen, werden, um das abschließend zu beantworten, muss ich ganz kurz nochmal auf diese Körperlichkeit eingehen. Wir haben letzte Woche und auch heute festgehalten, der Himmel ist ein gegenständlicher Ort. Es ist eine Neuschöpfung, es ist eine neue Erde. Es ist ein Ort, wo es Raum und wo es Zeit gibt. Weil wenn es Körper gibt, gibt es auch Raum. Weil mein Körper und dein Körper besetzt gerade einen Raum. Wenn wir im Himmel singen werden, und die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir singen werden, dann wird es auch Zeit geben. Weil Musik hat einen Anfang und ein Ende. Musik hat Takt. Deswegen wird es auch Zeit geben. Es heißt in der Offenbarung zum Beispiel auch einmal, da wird der Himmel beschrieben und da heißt es, der Baum des Lebens bringt jeden Monat eine neue Frucht hervor. Bringt jeden Monat eine neue Frucht hervor. Das bedeutet also, im Himmel gibt es nicht die ganze Zeit vom Baum des Lebens eine Frucht, sondern einmal im Monat. Das bedeutet, man muss warten mindestens einen Monat lang.
Das Warten ist jetzt aber nicht schlimm im Himmel, weil es ja der erlöste Zustand, ne? Es gibt Raum und es gibt Zeit im Himmel. Das ist eine wichtige Frage, wenn wir das jetzt mit Ja beantworten möchten, dass wir unsere Verwandten und Freunde wiedersehen. Es braucht nämlich Raum, Zeit und eine Gegenständlichkeit, um sich wiederzuerkennen. Zum Abschluss möchte ich Folgendes sagen. Du bist so wertvoll und du bist so wunderbar, du bist so voller Würde und ehrhaft, dass Gott dir zwar einen neuen, auferstandenen Körper geben wird, einen neuen, sündlosen Geist geben wird, aber du wirst immer noch du sein. Du wirst niemand anderes sein, du wirst immer noch du sein. Das bedeutet, dass das, was du jetzt schon bist, für Gott so ehrhaft ist, dass er das für die ganze Ewigkeit bewahren möchte. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Himmel wird bevölkert mit einzigartigen Individuen. Was ich auch finde, ist ein Argument für die Ewigkeit, die Würde des Menschen. Das ist ein Argument für die Ewigkeit. Wenn die Würde des Menschen so groß ist, dass Gott sagt, die wird für alle Ewigkeit da sein, dann ist es ein Argument für die Ewigkeit. Verkauf dich nicht unter Wert, versteh deinen Wert, deine Einzigartigkeit. Du kannst ja auch nur du selber sein. Wir kennen das. Alles andere und alle anderen sind schon vergeben. Du bist so schön, so wertvoll. Du bist so einzigartig, dass du auf Ewigkeit mit deinem eigenen Ich existieren wirst. Ich habe mir aufgeschrieben, ich kann nur ich sein, weil du bist. Ich kann ja nur ich zu mir selber sagen, weil es ein Gegenüber gibt. Verstehst du? Ich kann nur ich sagen, weil du bist. Du kannst nur du sagen, weil du bist. Und wenn es in der Ewigkeit darum geht, dass wir gemeinsam Gott anschauen werden, dann gibt es Individuen, die einander sich unterscheiden. Das, was du hier bist, nimmst du mit in die Ewigkeit und Gott macht alles neu, aber nicht alles neu. Du bist ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber du wirst du bleiben. Du wirst du bleiben. Damit wir existieren können und uns wiedersehen, müssen wir Individuen sein. Und ich glaube, auch so wird es sein. Die Antwort auf die Frage, also werden wir Familien und Freunde im Himmel wiedersehen, ist ein großes und dickes, fettes Ja. Amen. Come on, lass uns aufstehen. Und lass uns singen, dass wir ganz vom Herzen näher an diesen wunderbaren Jesus kommen möchten, der uns als so wertvoll erachtet. Dass er uns mitnimmt mit unserem Charakter, mit unserem Individuum, mit unserem Aussehen, mit unserem Können, mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, bis hin in alle Ewigkeit. Es wird Menschen geben im Himmel, die können besser singen wie ich. Es wird Menschen geben im Himmel, die sind sportlicher wie ich. Es wird wahrscheinlich Menschen im Himmel geben, die haben geradere Beine wie ich. Aber das wird uns gar nichts ausmachen. Wir sind in einem erlösten Zustand. Wir werden herrschen, wir werden gemeinsam bauen, wir werden gemeinsam bewahren, wir werden die Schöpfung auf ein Level bringen, wo sie noch nie war. Und wir werden gemeinsam Jesus anbeten und in allem, was wir tun, ihm die Ehre geben, denn ihm gebührt alle Ehre. Lass uns gemeinsam singen, näher an sein Herz.